Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Clubs. Soll Design nur Gewinne erwirtschaften oder auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen? Sollen Gestaltungen das demokratische Zusammenleben ermöglichen, die regionalen Ressourcen wertschätzen und für regionale Projekte nutzen oder nur im Sinne globaler Strategien wirksam werden? Vielleicht schließt das eine das andere nicht aus, aber welcher Fokus ist am ehesten geeignet, wenn es um ein an den menschlichen Bedürfnissen ausgerichtetes Gestalten geht? Willkommen im DDcast, mein Name ist Rainer Gerisch. In unserer letzten Ausgabe ging es um die Macht der Zeichnung, darum, was Zeichnung kann und wie es uns hilft, die Welt zu verstehen. In dieser Woche sprechen wir mit François Burkhardt, einem der wichtigsten und produktivsten Designpublizisten und Kuratoren, Ausstellungsmacher, Zeitschriftenherausgeber, Artdirektoren, Hochschulrektoren, Architekten, Gremienmitglieder der letzten fast 60 Jahre. Er publiziert auf Deutsch, Italienisch, Französisch und Englisch und allein in den letzten 4 Jahren hat der 1936 in Winterthur geborene Schweizer 3 umfangreiche Bücher herausgegeben. Burkhardt steht wie wenige andere für ein kritisches, am Gemeinwohl orientiertes Designverständnis. Sein Wirken in Paris, Berlin, Mailand und so weiter hat deutliche Spuren hinterlassen. Sein Ansatz ist heute aktueller denn je. Mit François Burkhardt spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch. Ich freue mich sehr, dass wir heute François Burkhardt in Berlin erreichen. Das ist ein Gespräch, auf das ich mich schon sehr lange freue. Wie geht's Ihnen denn, Herr Burkhardt? Gut, danke, danke. Ja, das ist... Ich habe sehr viele Fragen. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre, aber der wichtigste Punkt ist für mich eben, Sie haben unglaublich viel publiziert in letzter Zeit und da möchten wir über ein paar Bücher auch reden. Ich fange mal an mit dem Überblick, den Sie haben, weil zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren Sie ja 9 Jahre alt. Also Sie haben also einen fantastischen Überblick über die gesamte Entwicklung der Künste über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ja. Und die Frage, die sich mir stellt, also wenn Sie das über diesen langen Zeitraum betrachten können, in welcher Phase befindet sich denn Design heute? Kann ich Ihnen diese Frage stellen? Ja, sicher. Also ich muss ja mal sagen, ich bin nicht Mozart, ne, wenn ich schreibe mit 6. Also ich bin nicht Mozart und aber mit 6 auch nicht Miss van der Rohe gelesen, das ist klar. Aber, und ich habe, muss ich sagen, einen ganz ungewöhnlichen Curriculum, denn ich bin nicht derjenige, der eingestiegen ist in den Matura und dann zum Doktor kam, sondern ich habe immer in Phasen immer meine sagen Sie, Diplomen gemacht. Okay, aber konkrete Antwort zu Ihrer Frage. Es gibt ein paar Dinge, die man heute als maßgebend aufnehmen kann, um das Design zu einen Überblick im Design zu bekommen. Was sind diese Dinge? Das erste, nach meiner Meinung, ist weg von der Moderne. Das ist, zwar hat das Design noch nicht kapiert, aber es ist generell in den anderen Bereichen einfach, hat das stattgefunden. Die Moderne und die Nachmoderne, wie man sagt, also die Weiterführung dieser Moderne, die Tendenz ist ziemlich in Frage gestellt. Das zweite ist die Einführung der Postmoderne natürlich. Unter Postmoderne muss man aufpassen, was man da als Begriff benutzt. Ich benutze den Begriff von Jean-François Lyotard, also der Vater der Postmoderne, kann man sagen, weil ich mit ihm eine Ausstellung in Paris gemacht habe zu dem Thema. Und er macht das deutlich, es geht um den Übergang von dem mechanischen Zeitalter zum digitalen Zeitalter. Das ist der Inhalt der, und das haben die Designer und die Architekten gar nicht verstanden. Die meinen immer, es ist eine Sache des Stils. Das ist gar keine Sache des Stils. Das ist viel tiefgreifender und viel entscheidender nach meiner Meinung. Und das dritte wäre das Ende der Avantgarde. Bis noch in die 60er. Jetzt ist all die Avantgarde ist total verschwunden. Man redet kaum noch von Avantgarde. Und dann ist die Anpassung der Berufe Designer an die Ökonomie. Und das hat in der Tat mit der Globalisierung zu tun.
Und die Globalisierung ist an sich gar nichts Neues, wie man das uns immer vormacht. Schauen Sie, der Werkbund hat schon global gedacht. Ja. In der Globalisierung, das erkennt man heute, die Globalisierung entsteht durch die Notwendigkeit, die Märkte anzupassen, dass der Markt größer wird. Und das ist natürlich für das Design ideal, aber wie gesagt, das hat der Werkbund schon geahnt. Das war ja seine Zielsetzung, die lokale Produkte oder die nationale Produkte auf den Markt zu bringen. Und dafür muss man generelle Kriterien haben. Und da ist das der Funktionalismus absolut ideal dafür. Und zwar im Sinne einer Kritik am Funktionalismus, denn die Globalisierung bringt mit sich ein Mittelmaß aller Dinge. Das ist eine Anpassung, dass der Markt funktioniert, dann macht man den so, dass er überall ankommt. Und das geht vielleicht in der Ökonomie, aber das geht gar nicht in der Kultur. So, und ich glaube, damit habe ich die Frage beantwortet. Also ein Aspekt in Bezug auf Sie ist mir sehr wichtig. Sie sind für mich der vielleicht europäischste Intellektuelle im Design überhaupt. Also sind in der Schweiz, in Italien, in Frankreich, in Deutschland aktiv und auch in vielen Sprachen publizierend. Da kommen wir nachher noch drauf. So eine ganz grundlegende Frage. Was ist für Sie Europa? Ja, was ist Europa? Ich meine nicht nur für mich. Also man darf nicht vergessen, ich kann mich erinnern, die Anfänge der europäischen Diskussion haben die Franzosen eingeführt. Damals war Sinn einer Gründung Europas, um zu verhindern, dass noch ein Krieg kommt. Das ist total daneben gegangen, wie man es heute weiß. Ne? So, und dann kam das Zweite, was Europa formiert hat, nach meiner Meinung, ist die Notwendigkeit, eine Macht zu werden. Oder gegenüber das Europäische, aber es ist das Gegenteil des Europäischen, das sind die nationalen Einheiten. Ne? Aber ich meine, man kann das eine vom anderen nicht trennen. Wenn man von Europa spricht, man darf nicht vergessen, dass es andere Aspekte der was uns Design interessiert, ist die Identität des Ortes mit der Sozialisation. Und diese Tatsache ist einfach grundsätzlich wichtig für jeder Mensch. Es geht nicht, man ist nicht europäisch, sondern man ist deutsch oder man ist graubündnerisch oder man ist berlinerisch, wenn Sie so wollen, weil deine Identität entsteht durch die Zeit der Kindheit und der Sozialisation. Und das prägt ein Mensch sein Leben lang. Und da habe ich einen Satz gefunden, der sehr deutlich ist, der Freud sagt, das Geflecht der Wurzeln ist Mutter aller Dinge. Also das ist für mich ein sehr wichtiger Begriff, denn wenn man Tendenz verfolgt, was der Freud uns deutlich macht, was man verfolgen sollte, dann kann immer auch das Design, wo es entsteht, durch die Persönlichkeit derjenige, der den Entwurf macht, ist es so, dass er eine Identität eines Ortes da drin steckt und ist. Und das führte mich dazu, vor 40 Jahren ungefähr anzufangen, mich am Regionalismus zu interessieren. Denn wenn Sie die Geschichte des Designs verfolgen, merken Sie, diese Geschichte entsteht durch die große gesellschaftliche Bewegungen, ob es Krieg ist, ob also was sie immer wollen, das Design hat mit dieser Entwicklung zu tun. Das kann sich nicht aus dieser Entwicklung herausgehen und zu glauben, es kann autonom dann Entwicklung selbst nachgehen. Und für mich ist wichtig bei der Problem des der Wurzeln. In der Tat, das merkt man in der Architektur, weil eine Bewegung existiert. Das ist dieser kritische Regionalismus. Ja. Und da muss ich sehr sagen, aufpassen, nicht zu verwechseln, einen konservativen Regionalismus mit einem kritischen Regionalismus. Der konservative Regionalismus erwartet, dass man den Zustand der Geschichte erhält und so weiterführt. Während der kritische Regionalismus, der bezieht sich auf die Tradition, ja, aber erwartet, dass die Tradition einen Fortschritt und sich erneuert. Und der kritische Regionalismus ist nur nach meiner Meinung interessant, wenn er diese Dualität und gleichzeitig diese Verbindung zwischen
Identität und Ort und Entwicklung der Gesellschaft registriert und an dem teilnimmt. Das ist ja das heißt, auch der Regionalismus muss mit der Gesellschaft, die heute wie sie ist, sich konfrontieren und teilhaben dabei. Aber es kann sich immer noch zurückbesinnen auf die Identität, die es selber hat. Das ist ja auch sehr interessant, weil diese Vielfalt, die sich in diesen Regionalismen ausdrücken kann. Genau. Und eben auch im Kontrast zu dem monolithischen Selbstverständnis der Moderne, das bringt mich auch direkt mit Sprung auf das auf Italienisch erschienene Buch von Ihnen, Dall'unità alle diversità, scritti su architettura, design, arte e artigianato. Also von der Einheit zu den Vielfalten, Schriften über Architektur, Design, Kunst und Kunsthandwerk. Das, also allein der Titel hatte mich schon begeistert. Ja, aber wir hatten 1991 mit Andrea Branzi eine Ausstellung im San Pompidou gemacht. Und das hieß Neues europäisches Design, ist dann später auch in Düsseldorf gezeigt worden. Und was haben wir da gezeigt? Wir haben die Städte der europäisches Design, ich sage nicht die Länder, sondern die Städte, analysiert, weil wir weitergingen noch als ein Nationalismus, sondern an Regionalismus im Sinn von kleinere geografische Bereiche, wie zum Beispiel die Städte, wo die Kultur sich erneuert, hauptsächlich diese Städte haben analysiert. Und wir haben den Unterschied gezeigt zwischen Designern von Barcelona, von Mailand, von Berlin oder von anderen Städten Europas. Und das ist diese Differenzierung, haben wir immer beweisen können damals, dass zum Beispiel Paris ist immer noch bezieht auf die afrikanische Kunst, auch im Design heute. Und dieses Bezug zur afrikanischen Kunst ist ein Teil der Tradition der Kultur Frankreichs gewesen, besonders in Paris. Oder dass Berlin, das Design Berlin entsteht durch einen nicht möglichen Entfalten des Produktdesign mit Industrien, weil es keine Industrie in Berlin gab, die Design produzierte. Oder das sind alle Dinge, die man in der Regionalismus sieht und dann so weit geht, wie wir in Katalonien gemacht haben, dass es direkt Beziehung zu Gaudi auch hat. Ja, klar. Also diese geschichtliche Rückblick, wollen wir sagen, mit den Anweisungen auf den jetzigen wiedergewonnenen Neublick auf das Alte, so würde ich das definieren, dass das in der Tat von großer Aktualität ist. Aber das wäre ja auch, wenn man jetzt den Parque Güell in Barcelona betrachtet und eben sieht, dass diese Kachelornamente sind ja sozusagen das Produkt einer der damals dominierenden Industrien, also einer großen, schweren, kapitalstarken Industrie. Meinen Sie das damit, also diese Bezüge? Ja, gut, also die ganzen Gebäude vom Gaudi beziehen sich immer auf den Montserrat. Hm. Er war sehr religiös und der Montserrat war der heilige Berg. Und wenn Sie die Gebäude von Gaudi im Zentrum der Stadt sehen, ist immer ein Erinnern an den Montserrat, die Felsen etc. Und das eben, das ist Regionalismus. Er bezieht sich von gewissen Ort und sagt, aber erneuert das technisch und so durch seine eigene Architektur und macht damals, das war eine Art von Modernismus, haben sie das genannt dort. Und dieses Modernismus ist nicht anders als der Jugendstil der europäischen anderen Länder. Ne? Wir gehen direkt mal in eine zweite Publikation, die mir auch sehr bedeutsam erschien. Die hatten wir auch schon bei uns in unserer Serie Design lesen, Bücher von Bedeutung schon kurz besprochen. Und zwar ein Buch namens mit dem Titel Gestalten. Das ist bei Martin Schmitz, beim Verlag meines Freundes Martin Schmitz erschienen. Da ist aber der Untertitel eigentlich das Interessante, nämlich für eine interdisziplinäre ethische und kulturelle Politik in Design und Architektur. Ja. Also was ist denn diese Politik in den Gestaltungsdisziplinen für Sie? Das ist eine, will ich sagen, ein moralisches Problem des Designs. Das heißt, dass heute alle Werte, die im Design notwendig sind, um eine Qualität darzustellen, dass diese teilweise fehlen. Das Design hat sich heute absolut unter den Gesetze des Marketing unterworfen. Das ist nach meiner Meinung ein großes Minus für das Design, denn Design entsteht nicht für die Wirtschaft. Design entsteht für die Verbesserung des Lebens der Menschen. Und da muss man schon unterscheiden. Und dieses soweit entwickelte Unterwerfung hat mich dazu geführt zu sagen, es muss was anderes geschehen als nur
das Verhältnis zur Produktion und zum Markt zu sehen, also die Art der Produktion mit der Art des Verkaufes und das über Marketing, dass das über Marketing geht, das ist einfach zu wenig und das muss heute korrigiert werden. Und mein Anspruch in diesem Buch, das beschreibe ich, glaube ich, ziemlich genau, indem ich sage, sozialen, anthropologischen, psychologischen und ethnischen und umweltschonenden Kriterien, durch die das primär Profit suchen, über Marketing dem Sinn der Berufe durch ökonomische Kriterien aufwerten. Das ist, was jetzt passiert. Hm. Und das versuche ich zu kritisieren, zu sagen, es muss wieder zurück an eine Ethik des Designs. Also im Moment Design total fehlt. Also dieses Politikverständnis bezieht sich also insbesondere auf die Kritik der rein auf Warenästhetik verkommenden Designorientierung. Das ist ein Aspekt, aber das zweite ist, mein Ansatz geht auf eine Kritik am Funktionalismus. Hm. Das Design wird immer wieder über den Funktionalismus abgewickelt in seine Kriterien, wenn man in eine Jury geht. Hm. Ich frage viele Jurys. Und ich muss sagen, das ist einfach zu wenig, wie ich das sagte, keine anthropologische, keine sozialpsychologische, keine soziale Kriterien. Zum Beispiel zu fragen, ja, wenn man die Art von Produkt macht, kann diese Gruppe nicht integrieren. Das ist auch ein Aspekt, den man untersuchen muss und nicht nur, wo was auf dem Markt geht. Also es gibt eine ethische Aufgabe des Designs, die heute gar nicht mehr berücksichtigt wird. Und ich habe über Jahre geschrieben, um zu versuchen, das wieder deutlich zu machen. Da kommen wir eben auf ein zweites Feld, in dem Sie ja auch sehr stark über Jahrzehnte aktiv waren und dem Sie auch eine weitere Publikation gewidmet haben, also in dieser unglaublich produktiven Phase der letzten Jahre, nämlich das von Ihnen und Ihrer Frau Linde verlegte Buch über urbanes Design 1968 bis 2018. Allein der Zeitraum ist ja schon erstaunlich. Das ist ein Buch über eine sehr lange historische Phase und das Buch eines Paars. Und da möchte ich ganz gern drüber reden. Also einmal über Ihre Zusammenarbeit und auch über diesen Teil Ihrer Arbeit. Also, weil das ist nochmal, ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht so sehr im Bewusstsein. Wahrscheinlich, wie wir es gemacht haben, selten, glaube ich auch. Gut, wir hatten gemeinsame Interesse an Kultur. Das hat uns zusammengebracht. Hm? Als wir uns kennenlernten, sie war Künstlerin, studierte Kunst, ich studierte damals, ich arbeitete als Architekt, muss ich sagen, damals, aber habe immer ein sehr großes Interesse an Kunst, an die Kunstbewegung gezeigt und habe mich da informiert und das war der Anfang. Aber als wir weiter 1967, ich zurückging zum zweiten Teil meines Studiums, ich hatte den unterbrochen über Jahre, dann, und wir nach Hamburg kamen, an der Hochschule der Bildenden Künste, da haben wir gemerkt, dass der Beruf, einfach die Ziele des Berufes für uns nicht das waren, was wir uns wünschen. Das hat mit dem 68er Studentenbewegungen zu tun. Vergessen Sie nicht, ich habe 67 bis 69 in Hamburg studiert. Das war gerade diese Periode. Und natürlich stellt man sich die Frage, ja, was macht ein Architekt? Soll er Villen bauen oder soll er sich mehr kümmern für die Leute, die keine Wohnung haben? Und das waren die Themen, die effektiv uns geprägt haben. Bei ihr ging das darum, ja, soll ich da eintreten bei einem Galerist, der meine Dinge verkauft? Und wenn er gut verkauft, kann ich gut verdienen. Wenn ich verkaufe, verdiene ich nichts. Wir haben einfach gesagt, das wollen wir nicht. Und wir haben gesagt, wir müssen uns ein Thema raussuchen, wo wir sozial tätig sein können, durch unsere beiden Berufe. Und dann haben wir gesagt, Kunst und Architektur bringen wir zusammen. Und wir versuchen daraus ein Thema zu finden, wo wir sozial tätig sein können. Und da haben wir gesagt, das ist der öffentliche Bereich. Und wir haben 50 Jahre lang, wie diese Publikation zeigt, ohne man das sehr bekannt war, haben wir auch Dinge realisiert und unsere Themen waren hauptsächlich der öffentliche Raum im Sinn von Kristallisationspunkte für Nahkontakte. Und das ging eben darum und wir haben zwei Dinge gebaut. Sie haben ja das Buch, Sie haben es ja gesehen. Und was mir sehr erfreut hat, das zweite, das wir gebaut haben, dieser Kristallisationspunkt für Nahkontakte, also Problem Identität am Ort, Problem Gruppieren um eine soziale Leistung am Ort zu sichern und eine soziale Aufgabe zu lösen auch. Und dann drittens auch eine Freude an den Leuten durch
ihre Aktivität entfalten zu können, einen Raum dafür zu geben. So, das war unsere Absicht. Und dieses zweite Objekt, das wir gebaut haben, das ist heute geschützt. Das hat die Behörde in Hamburg als unheimlich positiv und was mir gefreut hat. Wir waren, weil wir wieder bestellt worden sind von der Behörde, um zu diskutieren, wie man das restauriert. Dieses Objekt ist unheimlich viel benutzt und ist von den Leuten protegiert worden. Die wollen, dass das bleibt. Und das ist für uns so eine gewisse Befriedigung zu sagen, mindestens das haben wir durch diese Gruppe erreicht. Gut. Aber dann, wie wir das organisiert haben, wir waren zu zweit und dann haben wir immer gesagt, wir sind eine flexible Gruppe. Ist ein Architekt da und ein Künstler da. Aber je nachdem, wie wir arbeiten, brauchen wir einen Medienspezialist, einen Soziologe, einen Wahrnehmungspsychologe, einen Anthropologe. Und dann haben wir diese Gruppe für die Objekte, die wir bearbeitet haben, zusammengestellt und mit denen gearbeitet. Und dann eine dritte Sache, das ich erwähnen will. Wir haben es nicht gemacht wie im Büro, das nur das macht, sondern dass es eine Profession daraus macht. Und das ist vielleicht bei mir eine der Merkwürdigkeiten. Ich habe immer parallele Dinge inszeniert, würde ich sagen. Ich bin immer Artdirektor gewesen und dann gleichzeitig urbanes Design und gleichzeitig Professor und gleichzeitig Institution geleitet. Es geht immer bei mir ziemlich parallel. Und ja, das finde ich gut, weil man das den Vorteil hat, was man in einem Bereich gewinnt als Erkenntnisse, ist man in der Lage, in einem Bereich wieder einzuführen. Und das ist immer interessant, um seinen eigenen, würde ich sagen, auch Wissen zu erweitern und zu ergänzen. Das ist ja Sinn eines Lebens, so viel Wissen zu sammeln, um Dinge wieder weiterzugeben an anderen und dieses Wissen fruchtbar zu machen. Sie konnten dieser Transdisziplinarität und Interdisziplinarität natürlich auch sehr stark nachkommen in Ihrer Zeit als Chefredakteur der Zeitschrift Domus in Mailand. Also das war ja der Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, weil mein Freund Julie Capel, ja, mit der damals mit Ihnen gearbeitet hat, sagte zu mir, Georg, du musst da irgendwie auch schreiben. Und dann habe ich dann eben auch eine Zeit lang für Domus geschrieben und in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Das hat mich sehr beeindruckt, auch diese noch weitere Öffnung des ohnehin schon sehr transdisziplinären Mediums. Wieso sind Sie denn da hingegangen überhaupt? Was ja noch eine zusätzliche, also Publizist und dann im Redakteur, Chefredakteur, also eines Monuments gerade. Wieso haben Sie das gemacht? Ja, wissen Sie, man wird gefragt. Also was ich gemacht habe, sind immer Dinge, wo ich gefragt worden bin, da Idee zu geben. Okay. Ne? Und der Pierre Restany, den haben Sie gekannt, ein berühmter Kritiker, Kunstkritiker, den kannte ich gut, das ist meine Zeit aus Paris und Domus sucht den neuen Direktor und der hat mich vorgeschlagen, der Präsidentin. Er meinte, ich wäre der richtige Mann, interdisziplinär auch, durch meine Arbeit, er kannte mich, meine Arbeit im Centre Pompidou und dann plötzlich sitzen sie da vor einer Präsidentin, die sagt, ob sie Interesse haben, Zeitschrift zu machen und dann sagen sie, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ich schicke Ihnen in einem Monat ein Konzept, wie ich das machen würde und das war sehr frech, was da drin stand. Es stand die Not dass man aufhört, nur italienisch zu sein, dann an einer internationalen Redaktion, was ich gemacht habe mit einem Spanier, einem Österreicher, einem Italiener, ich als Schweizer und einem Franzose. Das war, was ich wollte, dass die internationale Zeitschrift einmal eine internationale Redaktion bekommt und wir gemeinsam das dann auch führen. Und die hat das akzeptiert, das Modell, und das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht. Das war ja auch, Julie hatte immer zu mir gesagt, er ist el más romano de los alemanes, also bist der romanischste der Deutschen. Mit dem Argument hat er mich auch da mit dahin geschleppt. Also gut, aber ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, bevor wir dann auch schon bald zu unserer Abschlussfrage kommen müssen, und zwar Ihre Tätigkeit in Berlin. Sie haben ja das Internationale Designzentrum in Berlin, kann man schon sagen, zu einem Ort des gemeinsamen Denkens, Anschauens, Diskutierens gemacht, also eine sehr, sehr rege Diskussionstätigkeit entfaltet. Und ihr Ziel war ja auch, einen Ort zu schaffen, der eine kulturelle Ausstrahlungskraft hatte. Ist das denn gelungen, dieses Ziel umzusetzen? So, also erstens muss ich sagen, Berlin, das Internationale Designzentrum, ist ein besonderer Fall innerhalb der Designszene Deutschland. Warum? Es ist 68 geboren und 68 war auch die Studentenrevolution in Berlin
Und die Journalisten, das sind hauptsächlich Journalisten, die sich organisiert haben, die haben einen Arbeitskreis gegründet und haben den Vorstand konfrontiert, indem sie sagten, pass ich mal auf, wenn dann die Gelder des Senats für die Wirtschaft investiert werden, dann kann das nicht gehen in Berlin. Mhm. Da werden wir das boykottieren. Ne? Und in der Tat ist das ein langes Gespräch haben stattgefunden, es ist eine Satzung entstanden. Und das ist die einzige Satzung der Designzentren, wo es steht, dass die Aufgabe des Designzentrums nicht die ist alleine der Förderung der Wirtschaft, die alle anderen, sondern die Förderung der Öffentlichkeit in Berlin. Okay. Und es ist nicht darum, und das war für mich maßgebend, und das ist nur entstanden durch diese Diskussion, die politische Diskussion. Und dann das Zweite, der Direktor war natürlich unter Beobachtung gestellt. Ich hatte einen Arbeitsrat, also einen Wettbewerb rausgesucht, ein Gremium, die mit mir das Programm machte. Ich musste die immer lange überzeugen, um überhaupt ein Thema auf das Programm zu bringen. Und das war eine sehr gute Arbeit, was alles junge Leute waren. Und die haben zum Beispiel die ganzen Thema der Erneuerung des Designs über das Handwerk. Der Jochen Groß hat eine Ausstellung gemacht bei uns etc. Das sind alle Dinge, die nicht stattgefunden hätte, wenn nicht diese erste Situation der Öffnung des Designzentrums auf das Publikum in Berlin. Und das war meine Aufgabe. Und die zweite Aufgabe war zu sagen, Achtung, Design entsteht nicht allein, indem Dinge passieren mit der Wirtschaft. Design entsteht durch einen kulturellen Kontext, in dem es wieder integriert werden muss. Also meine Aufgabe war, kulturell das Design in Berlin zu präsentieren. Und drittens habe ich immer im Vorstand gesagt, was wollen Sie, die Dienstleistung in Berlin haben? Die Wirtschaft ist gar nicht da. Wir haben eine ganz andere Situation. Und Sie dürfen nicht vergessen, ich hatte die obersten Chefs im Vorstand, die deutsche Wirtschaft geführt haben, der DIHT, der Gestaltkreis im BDI, die Handelskammern, das war allen. Und ich musste die auch noch überzeugen von einer Politik, die nicht wie, weil diese gleichen Herren an der Vorstände auch waren, geführt haben. Und das war eine unheimliche für uns alle Auseinandersetzung mit den Dingen selbst. Und ich muss sagen, ich habe einen großen Unterstützer gehabt damals, das war der Philipp Rosenthal. Hm. Der hat das immer befürwortet und hat immer gesagt, ja, die müssen was anders machen. Und schauen Sie, diese Szene der Designzentren ist nichts mehr da. Nee. In Deutschland passiert da nichts mehr. Deswegen, wenn Sie sich freuen auf Frankfurt, das große Festival, ich sage, ich bin sehr, sehr skeptisch. Nicht, dass ich meine, es gibt nichts Gutes zu sehen oder zu hören. Das wird sicher geben. Aber in einer Minderheit, die Hauptsache wird die Darstellung der Designinstitutionen, wie toll die sind, gerade in Deutschland, wo gerade jetzt nichts mehr passiert, verstehen Sie? Oder dann kommt der Exit und macht sich wieder ganz groß, welche große Bedeutung er hat, um die Welt zu transformieren, dass die gut wird und dass das Design endlich etabliert wird. Alle alte Hüte, meine ich, das Design ganz andere Aufgabe. Ja gut, aber das ist ja die Möglichkeit, die wir haben, also mit unserem Programm hier. Wir machen jetzt schon seit vielen Jahren ein Programm, das einfach versucht, wie wir sagen, die Designblase von innen zu perforieren und Design als viel mehr zu präsentieren als eben das von Ihnen zu Recht kritisierte, aber rein wirtschaftsorientierte Design. Ja. Verstehst du, das ist genau wie in Frankreich, wenn man die Olympiade in Paris macht, das ist nicht, weil man den Sport vorantreiben will, das ist nur, weil man dort Tourismus anzieht, irrsinnig viele Leute und das ist ein bisschen gleich vermutlich in Frankfurt, das ist gut für die Hotels, für etc., aber ob das für das Design was bringt und gerade was notwendig wäre zu besprechen, ist die Transformation der Designinstitution, dass wir eine soziale Rolle bekommen und eine in der Tat einen Zugriff auf die Produktion haben, die nicht nur durch die Ökonomie geführt wird. Ich meine, aber genau diese kritische Diskussion ist ja das, was wir eben auch hier reinbringen wollen in diese World Design Capital Vorbereitung, weil das soll jetzt wenn Sie das schaffen, okay, aber ich fürchte. aber wenn Sie auch im Kleinsten was anfangen, aber man könnte fantastische Ausstellungen zeigen, ne, zum Beispiel. Schauen Sie, im Designbereich passiert da von Ausstellungen nichts mehr. Ne? Können Sie mir in den drei letzten Jahren wichtige Designausstellungen nennen? Ja gut, es gab diese riesige postmoderne Ausstellung in Bonn, die war natürlich irgendwie... Das ist eine Ausnahme, ja. Da bin ich einverstanden, besonders der Katalog ist da ganz... Ja, also von daher. Das Einzige, was ich gehört habe, und das ist nicht von einem Designinstitut gekommen in Bonn. Ne? Das stimmt, ja. Gut, aber okay. Was würden Sie sich denn wünschen für dieses World Design Capital 2026? Ihre Kritik ist vollkommen berechtigt. Das muss jetzt wirklich, genau dieses Thema muss jetzt in die Diskussion rein, also dass es eben Design viel mehr ist, viel mehr für die Öffentlichkeit
Öffentlichkeit, natürlich nicht nur für die Wirtschaft, aber was würden Sie sich wünschen? Ich wünsche, dass die Designinstitutionen sagen einmal, stopp mit unserer Politik, wir müssen was anderes einführen, dass man einmal das diskutiert. Aber da kann es nicht dazu kommen, denn die Leute, die im Vorstand die Programme machen und die ich würde sagen, die Institutionenleiter sind nur Handlanger dieses Vorstandes meistens, so sehe ich ja das heute, da kann gar nichts werden. Da werden immer die, dass das Wort haben. Das ist, was ich fürchte, dass die dort das Wort auch bekommen und dafür ihre wieder alte Vorstellung weiterführen. Es muss jetzt ein Bruch geschehen, besonders in Deutschland, damit England trotzdem das Beispiel der ersten Länder, die sich mit Design auseinandergesetzt haben, darf man vergessen. England und Deutschland hat eine große Verantwortung, dass man wieder mal zurückkommt und auf das Essentielle überlegt zu denken, also zu überlegt und noch einmal versucht, daraus eine Aktivität zu entwickeln, die zu was anderes führt, als man jetzt kennt. Also ich kann Innovation und ich habe immer CDZ als Modell gesehen dafür, dass man das Designlabor, das Sie von mir auch kennen, war das beste Beispiel, aber anders die Dinge anpacken und trotzdem mit Erfolg, trotzdem mit der Wirtschaft, aber dann zu anderen Resultat und zu einer anderen Perspektive. Ja, im Designlabor war ich ja auch aktiv, also von daher, da haben wir noch einen Schnittpunkt, den hatte ich ganz vergessen, in Bremerhaven. Aber ich kann Ihnen zumindest gewährleisten, dass die Entscheider aus dem World Design Capital 2026 Zusammenhang unserer Sendungen hören. Also ob da was passiert, weiß ich nicht, aber das weiß ich. Wenn das in einer Designinstitution wird, ist das, schauen Sie, der Rat für Formgebung, was erreicht er seit Jahren? Er macht nur noch eins, er prämiert die besten Preise, dass die anderen machen, stellt das als Oberpreis zusammen. Das ist doch keine Tätigkeit, die für die Öffentlichkeit interessant ist. Ja, über dieses Thema werde ich mit Thomas Edelmann übrigens auch im Sommer sprechen. Ja, also über dieses, wir nennen das dieses Gespräch die Lücke. Also was ist sozusagen nach Michael Erlhoff insbesondere eigentlich eine Lücke entstanden in diesem Kontext? Und ich finde das auch eine sehr wichtige Diskussion. Unter Michael Erlhoff entstand noch eine Diskussion, die entsteht jetzt nicht mehr. Ist absolut nichts mehr zu hören. Okay. Gut. Wir nicht schicken wollen. Nee, ich finde aber, es ist ja kein Bashing, was Sie hier betreiben. Das sind ja absolut profunde Kritiken und die sind vollkommen richtig. Und das wird auch, glaube ich, in der Designszene durchaus verstanden. Aber es wird nicht genügend thematisiert. Auch deshalb führe ich dieses Gespräch ja, weil ich weiß, dass Sie ein sehr kritischer Geist sind und eben auch durch Ihre Arbeit nachgewiesen haben, wie man anders arbeiten kann. Das war ja vorhin gerade an dem Beispiel in Hamburg zu sehen. Das habe ich immer gesagt, Modell zu zeigen, wie man Krisen überwindet und Gewohnheiten auch, das ist das Schlimmste, wenn das alles Gewohnheit wird, überwindet und sich anpasst an die neue Gegebenheit, die durch die Gesellschaft uns gezeigt werden. Ne? Gut, ich habe da jetzt noch unsere Abschlussfrage, unsere berühmte, die auch unseren Titel, wir heißen ja DDCast, was ist gut? Also diese ganz pauschale Frage, was ist gut? Also wenn Sie mal auf das Design zurückführen, dann würde ich sagen, das gute Design, was man das gute Design im Jargon nennt, das ist nicht gut genug, um gut zu sein. Das, was ich vorher erzählte mit den Kriterien, Anthropologie, Soziologie etc., das alles fehlt, das Kriterium. Und das ist einer meiner Hauptkritik an diesen ganzen Preisen, dass es zu wenig tief und zu wenig in der Breite geht. Es bezieht sich nur auf die gut funktionierende Beziehung von Design, Produktion und Verkauf. Und das ist einfach nur ein Teil der Qualität des Designs. Aber den Design man erwartet von so einem Preis, dass an der Qualität deutlich werden. Und ich würde meinen, das würde für den Design sehr gut sein, wenn mehrere Kriterien da wären und die Jury sich ein bisschen auch mehr Mühe gibt, andere Kriterien in diese Prämien einzuführen. Also ich nehme das sehr gerne mit und ich hoffe auch, dass es eben für die Hörerinnen und Hörer an der Stelle eine Anregung ist, auch von denen ja auch viele, wie wir wissen, in Juries aktiv sind. Auch für uns als Deutschen Design Club, wir sind ja selbst auch mit einem Preis in den letzten Jahren hervorgetreten, wo wir eben keine Juroren im klassischen Sinn mehr haben, sondern die Teilnehmerinnen sich selbst in Diskussionen darüber befinden, also wer am Schluss einen Award bekommen soll. Also allein die Demokratisierung dieses Jurywesens ist schon ein großes Thema. Ja, absolut, absolut, absolut. So, jetzt machen wir das Schluss. Jetzt machen wir Schluss, Gut, aber vielen herzlichen Dank. Also ich habe mich sehr gefreut. Okay, tschüss. Tschüss. Das war
François Burkhardt, von dem ich mitnehme, dass Design die Aufgabe hat, der Gesellschaft zu dienen, kritisch zu sein und zu bleiben. In der kommenden Woche treffen wir dann die Produktionsdesignerin Juliane Kühren. Ihre prämierten Abschlussarbeit beschäftigt sie sich mit dem Thema Selbstbesamung. Wie das gehen soll, erfahrt ihr dann in unserer Folge 184. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.